Okay. So, jetzt die Frage, muss ich, sieht das hier einfach, ja, wahrscheinlich muss ich einfach wieder einen Knopf drücken und dann geht's automatisch, nehme ich an. Die Koordinaten. Ja, welche waren es jetzt? Ich habe 51, 25 und 40. Okay. Links 40, rechts 25. Ja, sind die schon eingetragen? Offensichtlich. Also. Ja. Gut. Das sieht doch nach Drachenstatue für unser Kreuz, unser Kreuzschlitzschraubenzieher aus, unseren archaischen. Wir aktivieren. Nein, gut, dann ist es der Edelstein, den wir hier sockeln müssen. Auch nicht. What? Oder das obligatorische. Auch nicht. Was? Wie jetzt? Also irgendwas muss hier in die Mitte. Was hieß doch? Oder wir können jetzt hier oben irgendwas herauslesen. Nee, können wir nicht. Können wir denn jetzt den Edelstein einführen? Oder irgendwie die von der anderen Seite vielleicht? Ne, so können wir es nicht aktivieren oder interagieren damit. Hier gibt es auch nichts mehr. Und die Koordinaten müssen wir hier auch nicht eintragen. Gut. So, was genau ist jetzt schon wieder verkehrt? Also wir haben die irgendwie Statue vor uns. Irgendwas muss da rein. Aber was? Oder muss ich doch irgendwie hier hochklettern? Hm. Jetzt gucke ich mal, ob oben irgendwas noch zu machen wäre, weil das kann doch nicht angehen. Jetzt haben wir die freigeschaltet und kommen jetzt wieder nicht weiter. Die Statue steht da unten dumm rum und wir dumm aus der Wäsche. Moment, was ist das? Ach so. Den Hebel können wir auch nicht mitnehmen oder so. Die Mechanik hat damit nichts zu tun. Ja, gut. Das heißt, da müssen wir wieder runter, oder? Aber was fehlt denn? Was kann man denn machen? Was haben wir? Wir haben gar nichts. Wir haben die gleichen Sachen wie vorher. Das bedeutet doch zwingenderweise. Ja, ich gucke mich trotzdem nochmal um. Hier gibt es nichts zu machen. Das heißt, wir müssen wieder runter. Okay, was raff ich jetzt hier nicht? Oder gibt es neue Erkenntnisse auf dem Schreibtisch? Die Koordinaten. Ja, die kann ich jetzt mittlerweile. Uris Minor. Draco. Ja, das ist. Aber wieso kann ich das mehrfach anklicken? Beziehungsweise wieso, wieso. Wahrscheinlich hätte man da auch den Ring drauflegen müssen und so ist es einfach so passiert. Eigenartig. Ich muss auch irgendwas damit machen können. Bloß was? Was hättest du gerne?
Koordinaten habe ich eingetragen. Das waren ja schon, was waren 25 und 40, waren ja schon ausgewählt. Aber 51 hätte ich auch noch aufgeschrieben. Und offensichtlich muss hier irgendwas. Irgendwas muss hier eingesetzt werden. Und hier komme ich ja nicht mehr hin, oder? Habe ich vergessen? Nein. Der Wanduhr, Standuhr, gibt's auch nichts zu tun. Ja, vielleicht öffne ich es noch 10 Mal und irgendwann passiert irgendwas, aber wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ich muss auch jetzt nicht schon wieder zu der Alten hin. Ehrlich gesagt überfragt. Oder muss ich jetzt wieder zum Schwertchen zurück? Kann ich das jetzt wieder rausziehen und muss das dann in die Drachen? Ach stimmt, irgendwas da. Oder war das den Dolch oder was mit der Drachenstatue? Das versuchen wir jetzt nochmal. Jetzt haben wir die Drachenstatue, jetzt brauchen wir vielleicht den Dolch. Schließlich haben wir es auch in einem Drachen gefunden. Ist hier irgendwas mit Blabla, brauche ich später. Ah, meine Fresse, natürlich. Und vielleicht hat es eine Halterung oder einen Sockel im Griff, wo dann der Dings rein kann, der Edelstein. Nehmen wir an, es ist ein Edelstein. Im zweiten, meine ich, hat man auch irgendwelche Itembeschreibungen, Gegenstandsbeschreibungen oder Tooltips oder sowas gehabt. Hier leider nichts dergleichen. Aber gut, dafür hat es eine, finde ich, eine schönere Atmosphäre mit dem Schloss und im Schnee und so weiter und so fort. Aber gut. Dann wollen wir uns gleich mal hieran vergehen und natürlich. Was? Moment, was? Ach, also doch. Der Griff hat eine Halterung und da ist jetzt die. Ah, ich verstehe. Da muss man erst drauf kommen. Deswegen habe ich auch gemeint, dass es ein bisschen, ja, ziemlich abstruse, stark oder schwer nachvollziehbare Rätselchen gibt. So, das ist jetzt der geheime Bereich. Hier müssen wir was machen. Ich kümmere mich später darum. Okay, also müssen wir irgendwas machen. Dann wieder hierhin zurück. Kommen. Eine weitere Statue. Die Theorien des jungen Genies, das ich 1469 in Florenz traf, haben sich als richtig erwiesen. Ich habe einige seiner Skizzen behalten, vor allem die einer fliegenden Maschine, die dem Flug der Vögel nachempfunden ist. Die Konstruktion dieses Apparates war eine unglaubliche intellektuelle Herausforderung. Ich werde die Maschine wieder im Turm verschließen. Dort ist sie vor Blicken geschützt. Er Die wird sie. Theorien des jungen Genies, das ich Ja, 1469 in okay. Florenz traf, haben sich als richtig Okay, erwiesen. okay, okay, Ich okay. habe einige seiner Skizzen Ne, man behalten, kann sich vor nicht allem die abbrechen. einer fliegenden Maschine, die dem Flug der Vögel nachempfunden ist. Die Konstruktion dieses Apparates war eine unglaubliche intellektuelle Herausforderung. Ich werde die Maschine wieder im Turm verschließen. Dort ist sie vor Blicken geschützt. Gut, Turm. Danke. Jetzt mal ganz sicher, dass es. Ah, ja. Jetzt können wir das doch wohl einsetzen, oder? Ikone. What? Tenet. Was heißt das? Wartet? Nee. Oh. Rätselstunde. Obwohl wahrscheinlich. Ich klicke einfach mal links und alles ist fertig.
Rotas, Opera, Tenet, was? Arepo, Sator, nehme ich an. Rotas, Rotas, Opera, Opera. Ah, okay, gut. Ich schätze mal TNT. Ich schätze mal, das war Crosskreuz. Im Original nehme ich an, hätte man die wirklich auch einfügen müssen. Jetzt aber ist es direkt fertig. Okay. So, was kann ich hier mitnehmen? Gift. Und die Säure. Und die Säure ätzt die Kettenglieder durch. Fiole. Okay. Mehr kann ich hier nicht machen, das heißt, ich muss wieder zurück. Hier brauchen wir vielleicht das Kreuz. Richtig. Oh. Kommen jetzt nicht die fiesen Dämonen. Ich glaube ja. Obacht. Ja, das wird auch, das war eine lustige Stelle, aber gut. Ja, erstmal dahin. Okay, das war nett. Wir stibitzen. Wir kommen nicht ran. Ja, mit der Säure haben wir es wahrscheinlich geöffnet. Und jetzt haben wir das Medaillon. Zurück. Wer bist du, Elender? Leg dieses Amulett sofort zurück! Oder meine Schwestern und ich, wir werden dich elend zugrunde richten! Ihr lügt! Dorko hat gesagt, ich sei unantastbar! Dorko! Diese alte Hexe! Du bist also Dorkos Knecht! Du darfst nicht glauben, was diese Verrückte von sich gibt! Sie manipuliert dich! Du machst die Drecksarbeit für sie und wirst umsonst sterben! Leg das Amulett zurück! Warum greift ihr mich denn nicht an? Die Macht des Drachenringes schützt mich. Ihr könnt mir nichts anhaben. Da glaubst du, du wirst uns lange entgehen? Du kannst doch nirgendwo hin. Du wirst vor Erschöpfung umfallen. Du hältst es höchstens einige Stunden aus. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Wenn du einschläfst, wirst du nie wieder erwachen. Ja. Okay, das heißt also, wir sind gefangen oder auch nicht. Ich würde sagen, wir aktivieren einfach das, was hier angezeigt wird. Ja, hau bloß ab, Junge. Alte. So. Das war einfach und wir sind frei. Allerdings würde ich gerne auf den. Hat das immer hergekommen oder wo ist er hergekommen? Haben wir das wieder? Ja, wir haben. Kommen wir damit jetzt wieder nach oben? Oder gibt es noch ein Stockwerk tiefer? Ach Gottchen.
So, was haben wir jetzt eigentlich? Das Amulett, genau. Das muss dieses Medaillon sein, von dem sie gesprochen haben. Und eine Ikone haben wir auch noch. Die müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwo einsetzen. Wo war der Weg? Hier war der Weg. Los, gib mir das Amulett. Sie können ins Schloss hinein. Wie ist das möglich? Dein Geist ist zwar rege, aber es ist der Geist eines Sterblichen. Als du das Amulett aus der Nische nahmst, wurde der Fluch gebrochen. Ich kann nun hingehen, wohin ich will, und jetzt gib mir das Amulett. Sagen Sie mir erst, wo ich Mina finde. Anscheinend hast du meine Hilfe schnell vergessen, sag mal. Ist das dein ganzer Dank? Von wegen. Bis jetzt habe ich nichts anderes getan, als für dieses Amulett mein Leben zu riskieren, weil es für Sie so wichtig ist. Das stimmt. Jetzt gebe ich die Befehle. Sagen Sie mir, wo Mina ist. Ich mache dir ein letztes Angebot. Danach wirst du nie wieder etwas von mir hören. Gib mir das Amulett und ich zeige dir deine Frau. Du kannst mir vertrauen, ich habe nur ein Wort. Ja, offensichtlich sind wir. Wir haben uns entschieden. Und ja. Da ist Mina, aber wir können sie nicht mitnehmen. Offensichtlich fehlt noch etwas, aber jetzt kommt nicht die. Wieso können wir. Wieso können wir sie anwählen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, irgendwas anderes zu machen? Aber ich glaube, viel ist nicht mehr. Jetzt, wo ich mir das so angucke, sind wir, glaube ich, sind wir im letzten Raum? Ich meine schon. Da fehlt eine Ikone. Oder ist das wieder eine. Oh. Wie jetzt? Was? Kommt jetzt wieder der Einsatz in vier Wänden? Ja, natürlich. Wir nehmen es abermals an uns und sind hier fertig und... Ja, irgendwie merkwürdig. Das sieht nach Ausgang aus. Schöne Berge. Erinnert so ein bisschen an Outcast. Auch ein sehr schönes Spiel übrigens. Okay, hier haben wir eine Rampe. Da oben dieser Geleiter oder dieses Flugding haben wir ja gerade schon gelesen. Oder ja, vorgelesen bekommen viel eher. Oh. Es heißt, dass es aus der Hölle kein Zurück gibt. Doch dieses Mal ist ein Wunder geschehen. Mina ist bei mir. Sie ist zwar bewusstlos, doch sie lebt und das ist alles, was zählt.
Ich weiß nicht, welche Schäden dieses Abenteuer zurücklassen wird. Doch solange der Graf lebt, wird Mina in Gefahr sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ich kann die Konfrontation nicht länger hinausschieben. Sobald ich in London bin, werde ich mich Dracula stellen. Für Mina und alle Menschen dieser Welt. Mit Gottes Hilfe werden wir das Ungeheuer dieses Mal endgültig besiegen. Das schwöre ich mir. Ja. The End. Okay, das, das war es offensichtlich. Ja, was willst du sagen? Wie gesagt, ein nettes kleines Spielchen habe ich bisher ausgesucht, einfach weil es gerade ein bisschen, ja, es fehlt an Weißer Weihnacht, also habe ich gedacht, dann werfen wir das einfach mal ein. Oder ein bisschen Grusel kann ja auch nicht schaden. Ein nettes Point-and-Click-Adventure, nicht unbedingt das stärkste der, wie heißt es noch, Animoman? Nee, irgendwie sowas. Die Entwicklerfirma Siberias. Vielleicht ein bisschen emotionaler als das hier. Das wirkt irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert. Vor allem, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Version. Nehme ich mal an. Ich bin eigentlich ganz so sicher, aber gut. An sich interessante Geschichte. Ja, das Ganze wieder ein bisschen Dracula, Transsilvanien oder auch Siebenbürgen. Und davon gibt es, wie gesagt, noch einen zweiten und dritten Teil. Den dritten werde ich mir vielleicht irgendwann mal zu Gemüte führen. Ja, den zweiten werde ich auf jeden Fall, glaube ich, nicht vorstellen hier, weil ich davon nicht wirklich überzeugt bin. Der ist teilweise auch, glaube ich, mit, da kann man tatsächlich sterben und man hat nervige Passagen, wo man auf Zeit irgendwas machen muss. Das ist alles ein bisschen zu stressig. Das hier ist dann schon ein bisschen angenehmer. Ja. Das Hauptmenü. Im Grunde genommen sind wir damit, ja, das ist mal durch. Viel mehr bleibt nicht zu sagen. Nettes kleines Spielchen für zwischendurch. Ist auch nicht besonders lang. Wie gesagt, momentan gerade im Angebot. Die Trilogie, also alle drei Teile, kann man sich für einen schmalen Taler mal zu Gemüte führen. Wenn einem das hier gefallen hat, wer auf, ich sag mal, seichte Rätselkost steht, der normalerweise vielleicht verzweifelt bei Point-and-Click-Adventuren oder ja, sowas normalerweise nicht spielt. Das hier, wie gesagt, hat eine ganz angenehme, ja, auch Atmosphäre, Stimmung. Gar nicht schlecht gemacht. Mal abgesehen von den paar Soundfehlerchen, die Störgeräusche, die da teilweise in mancher Tonspur drin waren, war es ja eigentlich auch ganz ordentlich. Und das eine Bild in der Halle, das war auch ein bisschen verstörend. Aber gut, in Draculas Schloss, da kann sowas schon mal vorkommen. Ja, teilweise das mit dem Dolch zum Beispiel, wo ich da wieder zurück musste, das oder überhaupt das Ganze in die erstmal in die Öffnung schieben musste, was vorher eben einfach nur für den Drachenring verwendet wurde, und plötzlich brauchte ich das dann für ein anderes Rätsel und später musste ich mir das dann wiederholen. Gut, es gab natürlich die Warnung bzw. die Meldung, ja, brauche ich später wieder oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen hin und her gewesen, vor allem dann im Schloss. Das war ein bisschen mühsam. Ansonsten sind wir relativ gut durchgekommen, weil ich mich auch an vieles noch erinnert habe. Wie lange war das jetzt? 2,5 Stunden? Insgesamt hatte ich, glaube ich, vorher schon 3 Stunden auf dem Tacho. Also, ja, war ich ein bisschen schneller als vorher. Diesmal aber habe ich ja nichts nachgeschaut. Ja, also wie gesagt, wem das gefällt, der kann sich das gerne nachholen. Das soll es auch fürs Erste gewesen sein und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Interesse. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam und ich hoffe, beim nächsten Projekt sieht man sich wieder und damit auf bald.